Tag 16. Ein schneller Schuss aus dem Gewehr hat gereicht, um das Geschöpf, das in der Dunkelheit gelauert hat, zu verjagen. Es ist nie zurückgekommen. Mary Jane kommt immer noch gut zurecht. Timmy ebenfalls. Und Ted, der sowieso. Braucht noch nichts zu essen. Und als Timmy von der letzten Expedition in den Bunker zurückgekehrt ist, schien alles in Ordnung zu sein. Doch leider hat er anscheinend sich einen Kratzer an der Hand von einem verrosteten Metallnagel geholt und die Wunde ist infiziert. Nein! Von alleine wird es nicht heilen. Wir müssen die Wunde verbinden. Geht nicht. Wir haben kein Medipack. Deswegen Arm ab. Und das habe ich auch nur gemacht, weil mich mal interessiert, was jetzt passierte. Timmy sieht noch gesund aus. Timmy war sehr tapfer und war damit einverstanden, dass wir die Wunde mit der erhitzten Axtklinge säubern. Okay, das geht natürlich auch. Das war etwas schmerzhaft, aber es ging schnell vorbei. Die Axt kann leider nicht mehr benutzt werden, aber Timmy geht es gut. Die Axt ist weg. So, naja, Mary Jane macht nichts weiter. Timmy geht es gut. Wieder. Und Ted ebenfalls. Na dann. Würden wir gerne hinter die Dosen gucken, weil da springt was herum. Wahrscheinlich eine Kakerlake, eine ziemlich atomverseuchte, aber wir können da nichts machen, weil uns fehlt leider das Equipment. Aber eine nette Dame ist wieder da. Und zwar Dolores ist zurück. Und wir haben hier jemand, wir haben die Frage, ist jemand verletzt? Hoffentlich nicht. Hier herrscht ein totales Chaos, aber es ist nicht ernsthaft beschädigt worden. Der Bunker wird wie neu aussehen, wenn wir mit dem Frühjahrsputz fertig sind. Das ist ein guter Plan. Aber wichtiger ist, Dolores ist zurück. Bunker, Gasmaske, Bunker sei schon. Koffer und Gasmaske sind sicher. Und wir haben die lokale Grundschule besucht. Selbstverständlich nicht zu Bildungszwecken. Es war eher eine Verzweiflungstat, denn uns fehlten Vorräte und die Schule war unsere letzte Chance, sie zu besorgen. Alle haben die Köchin geliebt, obwohl sie fast 80 Jahre alt war, hat sie mit eigener Hand alles ins Tomatengold verwandelt, was es gab. Es gibt daher eine Tomatensuppe. In dem Schulkeller gab es einen Versammlungsraum der örtlichen Pfadfindergruppe. Dort haben wir Stapelkisten gefunden, die mit Pfadfinder-Handbüchern gefüllt waren. Wer weiß, vielleicht hat sich die Mannschaft kommende Apokalypse vorbereitet. Für die kommende Apokalypse vorbereitet. Wir haben jedenfalls ein Exemplar mitgenommen. Gut, Mary Jane ist durstig, Timmy ebenfalls, Dolores braucht etwas zu essen, ist müde, Ted ist durstig, ganz ehrlich, dann komm hier. Sie kriegen alle was zu trinken und Dolores für ihre Arbeit sogar was zu essen. Eine Expedition steht an und Timmy und Mary Jane brauchen Bewegung und sehen sich nach frischer Luft. Sie draußen in der Einöde laufen lassen scheint etwas zu riskant zu sein, aber sie könnten doch im Bunker Fangen spielen. Schließlich haben wir da weder teure Vasen noch antikes Geschirr. Sollen wir die Kinder spielen lassen? Ja, machen wir. Auch wenn dann vielleicht was kaputt geht. Momentan habe ich das Gefühl, dass ich immer ja klicke, aber egal was. Tag 19. Nachdem Timmy und Mary Jane die Erlaubnis bekommen haben, haben sie sofort begonnen, lachend herumzurennen. Oder wenigstens sich herumzudrehen, weil es in dem winzigen Bunker nicht genug Platz zum Laufen gibt. Während des Spiels haben sie eine in der Ecke hinter irgendwelchen leeren Dosen versteckte Wasserflasche gefunden. Ein glücklicher Fund, wir haben mehr Wasser. Mary Jane verdient daher etwas zu essen. Timmy, nicht Dolores, möchte auch was essen. Und man fühlt sich sonst ganz gut. So. Bitte sehr, Leute. Natürlich möchten wir irgendjemanden rausschicken. Der Timmy, der will doch Bewegung haben, oder? Und wieder Standard hier heute bei mir. Koffer und Gasmaske. So. Und los, Timmy, bring uns neue, Nahrung, Wasser, was auch immer. Tag 20. Mary Jane hat keine Probleme. Super, Timmy ist weg.
Dolores hat immer noch Hunger und Ted ebenfalls. So, wir brauchen wieder ein Radio. Es gibt immer noch keins. Aber vielleicht findet Timmy ja eins. Am Tag 21. Unwissenheit ist ein Segen, aber Mary Jane will Wasser haben. Dolores und Ted ebenfalls. Und schon wieder wollen wir ein Radio haben, um die Lebensmittelvorräte im Bunker besser rationieren zu können oder was auch immer da steht. Problem ist bloß, wir haben kein Radio, deswegen lese ich das gar nicht vor. Wir können da nämlich nichts machen. Und ihr werdet es nicht glauben, wir haben keine Katastrophenwarnung empfangen. So, Mary Jane ist erschöpft, die kriegt was zu essen. Wenn es etwas gibt, was Dolores braucht, würde sie es nicht sagen, aber Ted beschwert sich nicht und ganz ehrlich, die sehen alle nicht gut aus, sie kriegen alle was zu essen. Trinken noch nicht, aber essen. So, und draußen ist eine gefährliche und bis an die Zähne bewaffnete Frau. Zum Glück ist ihre Munition alle. Sie stellt sich als Jägerin vor und behauptet, dass sie eine in der Gegend grasierende, mutierte Spinne verfolgt. Wenn wir so nett wären und ihr ein bisschen Munition leihen würden, dann revanchiert sie sich uns irgendwie gern oder bei uns irgendwie gerne in der Zukunft. Was machst du mit dieser Frau, Spinnerfrau? Leinst du sie an? Gute Frage. Aber wir haben leider keine Munition. Die haben wir schon aufgebraucht. Für Körperhygiene. Tag 23. Die Frau behauptet, dass sie hauptsächlich fürs Essen jagt. Offensichtlich ist sie eine unzivilisierte Barbarin. Jeder weiß ja, dass heutzutage alle aufrichtigen Menschen die Tomatensuppe schlemmen. Schleunigst sind wir die Jägerin losgeworden. Unter diesen Umständen sind alle ruhigen Tage Gold wert. Naja, Mary Jane sagt nichts, Dolores ebenfalls nicht und naja, Ted eben. Also, ja, na dann lassen wir das einfach mal so. So, kleine Dinge freuen uns am meisten und können die Laune selbst in der schlimmsten Situation verbessern. Das ist also logisch, dass Mary Jane richtig aufgeregt war, als sie in dem Bunker ein paar Samenkörner gefunden hat. Sie denkt, dass wir mit ein bisschen Glück, Wasser und Düngemittel imstande wären, unser eigenes Essen zu züchten. Die Samenkörnchen sind nicht beschriftet, aber wenn das irgendwelches Gemüse ist, dann ist es wert, es zu pflanzen. Sollen wir eine Wasserflasche opfern, um einen Garten in den Bunker einzurichten? Jo, warum nicht? Tag 24. Timmy hat den Koffer verloren und die Gasmaske kaputt gemacht. Es war ja so klar. Komme, was da wolle. Der Erdboden, das Körnchen, das Wasser. Und in ein paar Tagen sehen wir, was dann kommt. Lasst uns hoffen, dass nichts Böses daraus wächst. Mary Jane ist aber optimistisch. Eine Wasserflasche haben wir weniger. Timmy ist zurück und jemand hätte unseren Ausflug bemerken und uns folgen können. Aber wir müssen vorsichtig sein in Zukunft, dass das nicht passiert. Der Weg führte Timmy zum nahegelegenen Krankenhaus, das trotz recht schwerer Beschädigung immer noch halbwegs gerade stand. Das war jedoch kein schöner Anblick. Die Einrichtung und die medizinischen Geräte, die auf eine wunderbare Weise die Explosion überstanden haben, liegen jetzt völlig durcheinander herum. Eine ordentliche Menge Tomatensuppe bildete die komplette Versorgung der Kantine. Die Suppe war wohl der Hauptbestandteil der Diät der Patienten, wenn auch nicht der einzige. Jetzt sind wir zu 100%ig sicher, dass diese Suppe gesund ist und uns gehört. Auf der Station haben wir staatliche Wasservorräte gefunden, Wasserstoffperoxid hin oder her, Wasser ist Wasser und einem geschenkten Gaul schauen wir nicht ins Maul, wir haben zweimal Wasser. Okay, einmal Suppe, zweimal Wasser. Und die Lokalisierung eines vollständig bestückten Verbandskastens war kein großes Problem, schließlich ist es doch ein Krankenhaus. Das ist auch super. Aus dem Rücken eines der Patienten hat eine Axt herausgeguckt. In seiner Krankenkarte konnte man entnehmen, dass es dem Patienten vor der Explosion noch ziemlich gut ging. Wir kamen zum Schluss, dass er die Axt nicht mehr brauchen wird und Timmy hat sie mitgenommen.
Leider ist die Gasmaske draufgegangen. Und der Koffer auch. So. Okay. Mary Jane will Wasser haben. Dolores auch. Timmy wird beides bekommen. Und Ted durstig erschöpft. Okay, Ted braucht beides. Beides. Und die beiden brauchen auch Wasser. Ein junger Mann hat uns heute einen Besuch abgestattet. Er hat uns eine Geschichte über seine mutige Zwillingsschwester erzählt, die verloren gegangen ist, als sie ein nahegelegenes Räuberlager ausspioniert hat. Er glaubt, dass seine Schwester entdeckt wurde und in diesem Lager gefangen gehalten wird. Er hat ein paar Leute, aber er wird jede Hilfe brauchen. Sollen wir ihm helfen? Ted geht mit. Tag 25. Wir haben den jungen Mann und eine Gruppe seiner Bekannten in das genannte Lager begleitet. Wir haben das Mädchen gefunden, ihr eine Waffe zugeworfen und uns den Weg nach draußen freigekämpft. Die Zwillinge waren sehr glücklich, wieder zusammen zu sein. Gleichzeitig waren sie geschockt, denn der Räuberanführer war ihr eigener Vater. Das wissen wir eigentlich schon. Aber trotzdem, wie klein doch die Welt ist. Jedenfalls waren sie dankbar und haben versprochen, sich mit uns wieder in Verbindung zu setzen. So, Ted ist wieder da, ohne Verletzung. Mary Jane, ja, hat nichts erlebt. Timmy will was essen, Dolores ist okay. Ted ist okay, okay. Was? Mary Jane war es mit Essen, ne? Nee, Timmy. Entschuldigung. Timmy will was essen. Und eine Expedition starten wir noch. Tja, und wir hätten nie gedacht, dass das Leben früher besser sein könnte. Aber es war halt so. Und naja, ihr wisst doch, wie es so ist, ne? Tag 26. Weiter geht's. Schöne Erinnerungen hin oder her. Mary Jane fühlt sich sicher. Timmy sollte wieder was essen. Fühlt sich wohl. Und Ted sagt, dass er keine Sorgen hat. Okay, also links. Wenn wir Mary Jane losschicken können, werde ich das machen. Deswegen gebe ich ihr mal Essen. Und diesmal nehmen wir sie. Und wir schicken sie einfach ohne irgendwas los, weil jetzt können wir ihr nichts mehr mitgeben. Tag 27. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Wir hoffen, dass sie unversehrt zurückkehrt. Timmy braucht was zu trinken, Dolores ebenfalls Ted. Also sie wollen alle was trinken, dann kriegen sie das auch. Und als wir heute Morgen die Bunkertür aufgemacht haben, um etwas frische radioaktive Luft hineinzulassen, haben wir davor einen kleinen Koffer gefunden. Er war nicht beschriftet, sollen wir ihn aufmachen? Bisher war es immer eine Bombe. Ich mache ihn trotzdem auf. Ich will wissen, ob es auch mal keine Bombe gibt. Vielleicht haben wir Glück. Tag 28. Innen war eine harmlos wirkende Wasserflasche. Haben wir einen Schluck davon genommen. So, wir haben gedacht, dass wir Glück haben, aber das war Quatsch. Entweder war das Wasser verstrahlt oder es war eine Art biologische Waffe. Uns allen ist übel geworden. Timmy fühlt sich nicht wohl. Dolores möchte was essen. Ted geht es gut. Okay. Dolores möchte was essen. Und ich gebe ihm mal hier die Medizin. Also bisher haben wir aus dem Koffer wirklich noch nie etwas Gutes rausziehen können. Ist ein bisschen schade. So. Leider habe ich immer noch kein Radio. Die Regierung kann uns nicht kontaktieren. Tag 29. Und sofern wir die Katastrophenmeldung nicht gehört haben, ist das unsere eigene Schuld. Timmy ist wieder gesund, Dolores hat sich erholt, Ted beschwert sich nicht und es geht allen wieder gut. Okay. So, und es ist keine alltägliche Erfahrung aufzuwachen, während man durch eine fleischfressende Pflanze verspeist wird. So hat unser heutiger Morgen angefangen, verfluchte Mary Jane und ihr Gärtner. Ja. Wer hätte gedacht, dass so ein unscheinbares Körnchen sich in einen solchen blutrünstigen Dämon verwandelt? Es ist sicherlich die Kuhpflanze aus Die Sims 4. Ja, wir müssen es loswerden. Ich nehme die Axt. Wir machen einen kurzen Prozess. Hoffentlich verspeist es niemanden dabei. Tag 30.
Oh, Timmy sieht nicht gut aus. Und stirb, du Pflanzenbestie. Stirb. Diese Axt wurde extra für dich geschafft. Zack, zupf, uff. Wir haben es geschafft. Wenn wir diese Axt nicht hätten, dann würden wir als eine Nachspeise für diese Pflanze enden. Oder würden wir zum Dünger werden? Wer zuletzt lacht, lacht halt am besten. Von manchen Teilen dieser Pflanze haben wir uns heute Mittag ein Mittagessen zubereitet. Wir haben zweimal Dosensuppe. Es war eine Tomatenpflanze. Die Axt ist allerdings weg. Ein wenig Wasser. Timmy würde es gut finden. Er hat sich erholt, auch wenn er ein bisschen müde aussieht. Aber sie brauchen alle Wasser. Okay. Sie kriegen was zu trinken. Und die Luft in diesem verdammten Bunker ist nicht mehr zum Atmen geeignet. Innerhalb der letzten Stunden hat sich diese Situation plötzlich verschlechtert. Vielleicht funktioniert die Belüftung nicht mehr. Wir schauen im Pfadfinderhandbuch nach. Tag 31. Mary Jane ist zurück. Nach Ratschlägen in dem Pfadfinderhandbuch zu suchen, schien eine gute Idee zu sein. Wir haben gedacht, dass wir, weil dieses Buch mit Reparaturanleitungen für unterschiedliche Geräte gefüllt ist, ein Kapitel über die Belüftungsanleitung in einem Atombunker mit Links finden können. Bevor wir das Inhaltsverzeichnis gelesen haben, wurden wir von einer Schar wütender, mutierter Insekten angegriffen, die aus der Belüftung herausströmten. Ihre Stiche sind sehr schmerzhaft und lösen wohl Fieber aus. Naja, Mary Jane ist auf jeden Fall zurück. Und wir müssen vorsichtig sein, falls uns jemand folgt bei solchen Expeditionen. Am Ende der Straße sind wir auf die örtliche Kirche gestoßen. Der größte Teil des Gebäudes war zerstört. Nur die Sakristei ist erhalten geblieben. Drinnen befand sich eine Gruppe von Überlebenden, die Mary Jane aufgenommen haben. Und sie hat festgestellt, dass das zwischenzeitlich zu einer Sekte geworden ist. Sie glauben, dass alles, was uns passiert ist, nur ein Spiel sei, zu Zwecken der Unterhaltung von irgendjemandem. Das klingt nicht verrückt. Nein, das ist verrückt. Denn welcher außerirdische oder komische Diktator, wie bei den Hungerspielen, sollte denn sowas veranstalten? Naja, die Sektierer, Entschuldigung, haben beschlossen, dass das Weihwasser für sie überflüssig sei. Sie haben es uns bzw. der lieben Mary Jane mitgegeben und wir haben daher zwei Wasserflaschen erhalten. Mary Jane ist hungrig und müde. Timmy geht's gut. Dolores ist erschöpft. Ted ist infiziert und hat Hunger. Okay, also eigentlich müssten sie alle alles mal kriegen. Ich mach das jetzt einfach mal. So, Ted bräuchte Medizin. Wir haben sie leider gerade nicht. Aber ich starte mal noch eine Expedition. Und das Ödland ist voll Überraschung. Zum Beispiel der Mann, der an unserer Tür klopft und sagt, dass er bereit ist, viel anzubieten im Tausch für ein paar Stücke anständige Munition. Sollen wir ein Geschäft abschließen? Ja, wir geben ihm mal das Damenspiel. Damit wird er sicherlich auch zufrieden sein. Anscheinend, man lacht darüber. Tag 32. Statt Munition haben wir ihm das Damenspiel angeboten. Der Unbekannte war ein bisschen verwirrt und hat versucht, uns zu erklären, was Munition ist. Wir haben also hartnäckig vorgetäuscht, dass wir kein Wort davon, was er sagt, verstehen. Wir haben uns nicht schlecht amüsiert, bis zu dem Moment, als der Mann aus dem Bunker ausgegangen ist und dazu noch unser Damenspiel mitgenommen hat. So ein Arschloch. Naja, gut. Mary Jane ist hungrig. Timmy ist brav. Die Frage ist, wie lange das anhält. Dolores hat nichts zu sagen, Ted auch nicht. Okay, so. Also wir können sagen, Ted ist immer noch krank. Und sie braucht was zu essen. Kriegt sie. Und da Ted krank ist, schicke ich Timmy los. Der soll mal nochmal nach nützlichen Sachen suchen. Tag 33. Mary Jane ist hungrig. Timmy ist weg. Dolores sagt nichts, Ted auch nicht. Und dass Mary Jane so viel Hunger hat, ist ein bisschen merkwürdig. Und die Vorräte sind knapp und unsere Stimmung schlecht. Man kann die Verzweiflung im Bunker fast riechen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es eine kleine Gruppe der Überlebenden in der Gegend gibt, hauptsächlich die Alten aus dem Altersheim. Es sollte nicht schwer sein, einige Vorräte von ihnen, sagen wir mal, zu leihen.
Sie sind ohnehin alt und brauchen die Vorräte nicht mehr. Ja, natürlich. Es geht hier ums Überleben, da machen wir das. Da überlegen wir nicht lange. Tag 34. Wir sind hingegangen, haben bekommen, was wir brauchen und sind zurückgekehrt. Wir sind sicher, dass diese Gruppe zurechtkommt. Naja, wahrscheinlich. Wasser für Mary Jane, Dolores und Ted. Und wir haben ein Radio erhalten. Endlich haben wir das Radio. Und dann haben wir, vor unserer Haustür steht ein Mann, der unser Freund werden will. Zumindest behauptet er das. Er sieht harmlos aus, obwohl ihm zwei zusätzliche Hände infolge einer merkwürdigen Mutation gewachsen sind. Er versichert uns, dass er uns nicht anstecken wird und bittet uns um Hilfe. Wenn wir ihm und seiner Gruppe einige Vorräte geben, helfen sie uns, die nächste Räuberbande, die uns in den Weg kommt, abzuwehren. Sollen wir das Angebot annehmen? Jo, wir geben ihm Suppe.